Beginnt morgens immer mit Inspirationen von Mutter Natur und je nach Saison lassen wir uns da inspirieren. Bei mir beginnt der Tag mit frischem Selleriesaft und wieso, warum, weshalb ich das mache, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das verlinke ich dir mal oben in den Infokarten. Den trinke ich dann auch erst später, weil ich auch das Intervallfasten mache, denn das ist optimal für meine Gesundheit und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal. Das Tolle daran ist, dass ich morgens wirklich Zeit habe, mich um die Kinder zu kümmern, für die da zu sein, denn die Kinder sind immer mit dabei, wenn wir Essen zubereiten und hörst du, wie es schmatzt? Denen schmeckt das Obst am Morgen. Und da lassen wir uns wirklich inspirieren, je nach Jahreszeit, was es gerade gibt. Mal Beeren, mal Orangen, mal Pflaumen, Kirschen, je nachdem, was gerade in der Saison ist, um da auch für so viel Abwechslung wie möglich zu sorgen. Samuel mag zum Frühstück gerne Joghurt, darauf will er auch als Veganer nicht verzichten. Und unser Lieblingsjoghurt ist der von Harvest Moon, weil der ist wirklich mit Früchten gesüßt und nicht mit Zucker. Außerdem gibt es bei uns jeden Morgen einen Ingwer-Shot und den mache ich selber und da kommen gleich unsere Vitamine D3 und B12 dazu und die Kinder nehmen das natürlich auch. In welchen Mengen wir das nutzen, verlinke ich dir gerne in einem Blogpost. Aber bei uns gibt es auch manchmal Brötchen, aber auch immer kombiniert mit leckerem frischen Obst, denn bei uns soll es immer gesund sein. Dann, wenn die anderen Mittag essen, trinke ich meinen Selleriesaft und der schmeckt mir wirklich richtig gut und gibt mir auch Energie. Dann warte ich eine Stunde, bis ich was esse und in der Zwischenzeit mache ich mir mein Frühstück inspiriert mit all meinen Leckereien vom Balkon, natürlich mit Greens und mit saisonalem Obst, wie zum Beispiel Äpfeln. Eines meiner absoluten Favoritrezepte ist mein Upper Crumble und das mache ich mir heute mit ein paar extra Greens vom Balkon mit rein und das Rezept dazu findest du auf Instagram, da ist mein Name @morerawfood und gibt dieser süßen Note eine tolle Balance, sodass es nicht zu süß ist, denn in meinen Upper Crumble kommen auch Maulbeeren und Zimt mit rein. Die Maulbeeren sind reich an Eisen und anderen wundervollen Nährstoffen und der Zimt hilft mir gegen Heißhungerattacken. Auch da wollen die Kinder immer wieder dabei sein und was naschen, denn Kinder machen, was du machst und nicht, was du sagst. Ich weiß, mit den Greens sieht es nicht mehr so schön aus wie ohne Greens, aber es ist einfach nährstoffreicher. Und für das Bindegewebe gebe ich mir dann noch Silizium mit oben drauf und meine perfekten Superfoods kann ich dir auch in einem Blogpost verlinken. Im Sommer mache ich mir super gerne Eis und auch da sind die Kinder mit dabei. Und das mache ich mir aus gefrorenen Beeren, Bananen, Pflaumen oder aber auch anderen Früchten, die gerade regional und saisonal sind. Aber lass uns mal schauen, was wir alles im Kühlschrank haben, denn es gibt mittlerweile auch super tolle vegane Ersatzprodukte, die wir auch haben, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf frischem Obst und Gemüse, Sprossen. Wir haben aber auch pflanzliche Milch, Käse oder aber auch Bratlinge, die einfach mal eine schnelle Lösung für zwischendurch sind. Unser Lieblingskäse ist der von Simply V oder auch diese Burger hier aus Süßkartoffeln und die sind einfach mal schnell gemacht. Auch dieser Käse aus Schnittlauch, auf den braucht man nicht zu verzichten, aber unsere Basics sind wirklich die frischen Sachen und die haben wir immer zugänglich in Schalen zu liegen. Tomaten, Kartoffeln sind da richtige Basics. Ich esse mein Frühstück, wenn die anderen dann Mittag essen und da gibt es auch bei uns mal schnelle Pasta. Das ist einfach manchmal notwendig, wenn es schnell gehen muss, mit veganen Würstchen und einer fertigen Pastasoße. Aber ansonsten mache ich viel frisch. Ein leckeres Olivenpesto, was Samuel und auch Lorella sehr mögen, ist dieses hier. Ansonsten machen wir aber auch gerne Buchweizen-Wraps, die kann man machen, die sind dann gluten- und weizenfrei. Und die macht dann Samuel, weil der ist einfach wesentlich besser dabei, diese Buchweizen-Wraps zu wenden. Der hat da das geschickt. Manchmal bin ich auch mit den Kindern mittags auf dem Spielplatz, da
mache ich uns vegane Lunchboxen. Das ist einfach super gesund. Und wenn dir da die Ideen fehlen, dann kann ich dir mal unsere drei Lieblings-Lunchboxen verlinken und auch da wird geteilt. Aber natürlich sind wir auch nicht zu restriktiv und es gibt auch bei uns vegane Gummibärchen mal als Nachtisch. Die kaufen wir gerne im Unverpacktladen und die mag Laurella auch. Da schmeckt man den Unterschied zu herkömmlichen Gummibärchen überhaupt nicht. Also bei uns muss, nur weil wir vegan sind, auch nicht verzichtet werden. Wir lassen uns super gerne von dem Nährwertcheck inspirieren, denn da sehen wir, wo wir unsere Nährwerte herbekommen. Da sind 18 Nährstoffe drin und da sehen wir, wie viel wir täglich brauchen, wo wir diese Nährstoffe herbekommen und was wir jeden Tag essen können, um diese wirklich mit natürlichen und gesunden Lebensmitteln zu decken. Außerdem sind da ganz wertvolle Tipps drin, wie man die Nährstoffe noch besser aufnehmen kann, was eventuelle Anzeichen für Nährstoffmängel sind und den nutzen wir so ziemlich jeden Tag, wie auch den Social Calendar. Ich stehe wirklich jeden Tag in der Küche und mache alles frisch und naja, ich nasche auch super gerne beim Essen, wenn es keiner sieht, weil ich einfach zwischendurch meinen kleinen Hunger habe und wenn ich Essen mache, dann nasche ich gerne. Hinterlass mir mal einen Kommentar, machst du das auch gerne. Ofenkartoffeln mache ich auch super gerne. Da gibt es verschiedene Varianten. Einmal so mit frischen Gewürzen wie auch Zwiebeln oder aber Kräutern obendrauf. Da nutze ich auch gerne die frischen Kräuter vom Balkon oder aber auch Sprossen, die ich dann direkt auf unsere bunten Salatschalen mit drauf gebe. Und je bunter und farbenfroher das ist, umso mehr Nährstoffe sind da mit drin. Und was wir lieben, das lieben auch die Kinder. Und da wird sich auch gern von Laurella ein super leckerer Teller zusammengestellt. Und bei uns streiten sich die Kinder um das Gemüse und nicht um die Süßigkeiten. Dieser leckere Pastasalat, den findest du auch im Social Calendar in der PDF-Datei. Das ist eines unserer Favoritrezepte für Samuel und Laurella. Und bei mir gibt es so ziemlich jeden Tag eine leckere, bunte Salatschale. Und auch da habe ich immer Küchendiebe, die mir dann Sachen mopsen. Da nehme ich mir manchmal selbstgemachtes Dressing, manchmal ein fertiges Dressing. Und für den Rest der Gang habe ich heute mal einen rohveganen Eiersalat gemacht. Der ist auch im Social Calendar drin. Der schmeckt wirklich wie richtiger Eiersalat. Dazu gibt es noch ein paar Bratlinge, frisches Zeugs, Oliven und wie immer Bratkartoffeln. Ich esse selber gerne ein rohveganes Pad Thai. Das ist eines meiner Favoritrezepte und auch das findest du im Social Calendar. Ein richtig leckeres Rezept, was eigentlich so ziemlich jeder mag, ist auch unsere Guacamole und die zusammen mit meinen Geheimrezept Kartoffeln, das zeige ich dir gleich mal, die sind wirklich zu lecker. Dazu koche ich einfach kleine Kartoffeln mit etwas Salz. Die lasse ich für ungefähr 15 Minuten köcheln. Dann sind die gut gekocht und dann schneide ich die in der Hälfte durch und würze die mit leckeren frischen Gewürzen vom Balkon, mit Salz, etwas Olivenöl. Und dann, wenn die fertig gebacken sind, sind die so mega lecker, da kann einfach keiner widerstehen. Zusammen mit Guacamole oder aber frischem Schnittlauchquark ist es einfach ein ganz leckeres Abendessen und auch reich an Nährstoffen. Ich weiß, es macht manchmal den Eindruck, als wenn wir sehr viel Zeit in der Küche verbringen und das machen wir auch, denn uns ist es wichtig, dass wir wirklich richtig hochwertige Lebensmittel essen, denn die sind die Basis für unsere Gesundheit. Denn wenn wir gesund sind, dann können wir die Zeit nutzen, um wundervolle Momente zu sammeln, die für immer in unserem Herzen bleibt. Es geht uns darum, jeden Tag glücklich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen, in guten wie auch in schlechten Zeiten und dazu brauchen wir einfach die beste Gesundheit, denn wir haben nur eine. Ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Abonnier gern den Kanal und denk an die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und drüben auf der rechten Seite habe ich noch ein Video für dich, was Laurella an einem Tag isst. Und da zeige ich dir, wie sich Laurella an einem Tag voll futtert und was auch du für deine Kinder machen kannst, wenn du sie gerne mit mehr veganen Köstlichkeiten verwöhnen möchtest. Na dann, bis gleich im Video.